Moin, eins war von mir heute einmal zu diesem EMS-Gerät. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir mal eins gesehen haben. Und ja, ich sage schon mal vorweg, das Ganze ist natürlich kein Ersatz zum Trainieren, das ist mehr eine Ergänzung. So würde ich das immer einstufen an den Tagen, wo man vielleicht ja, keine Zeit hat oder wo man vielleicht noch das letzte bisschen aus sich rausholen möchte, wenn man schon durch ist mit seinem Training. Und da finde ich, da kann man das Ganze dann ganz gut einsetzen. Das Ganze kommt ja auch noch mit dieser kleinen Sprühflasche. Wichtig, um die Elektroden zu befeuchten und die Haut an den Stellen, wo man das nutzt. Und das hier ist tatsächlich nur für Bauch gedacht. Also hier ist wirklich nur ein Teil. So, das Ganze sitzt aber dann dafür, dass man so einen Gurt hat, ganz gut und nicht so ja, unstabil wie andere, die man vielleicht kennt, wo einfach nur die Elektroden den Halt geben. Wir haben hier insgesamt 6 Andockpunkte, die die Bauchmuskel bearbeiten und dann hier eben diesen Klettverschluss, den wickelt man eben entsprechend drum und dazu dann eben entsprechend einmal Ladegerät und unseren kleinen Computer. Wir schauen mal, ob der preloaded ist. Erstmal machen wir das hier und ja, das war schon einsatzbereit. Das Ganze würde man dann hier nehmen, dann per Druckknopf hier aufsetzen. Und dann kann man eben das Ganze aktivieren, indem man auf das Plus klickt oder hier dann entscheidend nochmal sich einen anderen Mode raussucht. Und hier steht dann auch immer, was es ungefähr tut. Das ist eigentlich ganz angenehm. Sonst ist immer so, dass einfach nur Mode 1, 2, 3, 4, 5, 6 steht. Hier haben wir jetzt tatsächlich mal ein bisschen Beschreibung. Also Scaping, Pressure, Acupoint, Cuping, Activate, Shape, Massage. Also sehr unterschiedliche Modelle. Und dann haben wir hier eben dann die Möglichkeit mit Plus das Ganze auszulösen. Und können dann hier ja, relativ hoch gehen. Wir gucken mal, wo das Cap ist. Bei 19 ist Cap. Und ja, jetzt arbeitet das Ganze. Stößt eben den Strom hier aus. Und das ist es im Endeffekt dann auch schon. Und funktioniert, wie gesagt, als Ergänzung ganz gut. Und damit sind wir dann erstmal raus. Ich werde das Ganze gleich einmal an meinen Bauch legen und dann können wir uns das nochmal anschauen. So, ich habe das Ganze jetzt einmal an meinem Bauch. Wir würden es jetzt hier einfach mal anschalten und dann hier auf die erste Stufe stellen. Dann zieht das hier und merkt das sofort auch ganz gut an und bearbeitet den Bauch. Das geht hier an den Seiten los. Primär ist es aktuell in dem Modus hier und je nachdem, welchen Modus man nimmt, spürt man das. Da kommt ordentlich an was an Saft rum. Und man muss dann so ein bisschen gucken, mit welcher Stufe man einsteigen möchte. 2 ist schon ganz angenehm, aber noch ertragbar. Und dann geht es halt so weiter. Und so sucht man sich dann eben entsprechend seine Einstellung raus, die man bezugt.